Ich bin Lucien Gisbert von Boch. Die meisten, die mich kennen, nennen mich LG heute. Und ich bin ein Kriegskind, 1936 geboren in Mettlach im Schloss Saeck. Ich habe 5 Kinder und 10 Enkelkinder und freue mich vor allem, für die Enkelkinder etwas mehr Zeit zu haben, wie ich damals für die Kinder hatte. Wenn man CEO bei Willer & Boch ist, dann ist das immer etwas schwieriger. Ich habe früher gerne gejagt. Als ich dann zu V&B kam, wurde ich so gejagt, dass ich keine Zeit zum Jagen mehr hatte. Als ich gerade am Ende war des Abis, kam mein Vater und sagte, hast du Lust, zu Willer & Boch zu kommen? Dann sagte er, eine Bedingung, du musst 4 Jahre Praktikum machen. Dann habe ich 4 Jahre Praktikum gemacht, angefangen, indem ich den Fußboden in der Mosaikfabrik im Tonlager sauber gemacht habe. Ich habe Nachtschicht gemacht und habe eine wirklich tolle Ausbildung gehabt in der Produktion. Und dann bin ich in die einzelnen Verwaltungsabteilungen gegangen und dann in den Außendienst. Nach dem Börsengang 1989 wurde Willer & Boch AG, CEO wurde ich. So kam es, dass ich dann meine 2 Perioden machte und wie mein Vertrag ausgelaufen war, wurde ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Willer & Boch ist ein Unternehmen, das sich sehr stark entwickelt hat in den 275 Jahren, die wir nun bestehen. Und ich finde, dieses Unternehmen ist durch die Familie geprägt und wir haben es fertiggebracht, eine wirklich ausgezeichnete Kombination zu haben zwischen fremdem Management und Familie. Also diese Kombination ist ein Paradebeispiel. Wir haben es fertiggebracht, dass wir zusammen das getan haben, was für Willer & Boch wichtig war. Also ein mitbestimmtes Unternehmen, das erfolgreich gewirtschaftet hat durch die Mitbestimmung und durch das Verständnis zwischen Arbeitnehmerschaft und Management. Das ist ein großer Erfolg. Durch unsere Produktvielfalt sind wir zu einem Assembly-Unternehmen geworden, das es fertiggebracht hat, das Haus gemütlich zu machen. Früher war es nur ein funktionales Gebilde, heute ist es ein Raum zum Wohlfühlen. Und das ist eine Sache, die Willer & Boch fertiggebracht hat. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben hier im Saarland die Brücke gebaut. Und ich freue mich, dass anerkannt wurde, was wir dazu beigetragen haben. Der ehemalige Generalkonsul hat mich dekoriert mit dem Chevalier de la Légion d'Honneur. Das war für mich eine große Ehre. Und ich freue mich natürlich, dass diese deutsch-französische Freundschaft hierdurch besiegelt wurde. Wir haben die Politiker nach hier gezogen, angefangen von Herrn Adenauer, der in Saeck war, Herr Chirac war in Saeck, Frau Merkel war in Saeck. Also dieses Haus hat sehr viel angezogen. Peter Müller, unser Ministerpräsident des Saarlandes, hat mir 2005 das Bundesverdienstkreuz überreicht. Das war eine tolle Auszeichnung. Das war eben ein bisschen auch für meine Tätigkeit hier an der Saar. Die Familie von Boch hat ja hier an der Saar eine große Rolle gespielt. Und die habe ich versucht weiterzufahren und Peter Müller hat das anerkannt. All das hat dazu beigeführt, dass Willer & Boch im Munde der ganzen Republik war und das hat Willer & Boch sehr geholfen. Diese Sachen haben mich sehr bewegt und verfolgen mich in meinem Leben angenehm. Angenehm, es ist ein tolles Unternehmen. Ohne gute Mitarbeiter wären wir nicht 275 Jahre alt geworden. Und das ist das Tolle. Das ist auch eine der Stärken von Willer & Boch. Ich danke den Mitarbeitern, ich danke den Kunden und ich danke vor allem den Vorfahren, was die geleistet haben. Das ist hervorragend. Und wir begehen das 275 Jahre. Wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Können wir noch viel lange erzählen. Es gibt noch viel zu erzählen.